Die Golden Gate Bridge vom Niederrhein in Deutschland. Verblüffend die Ähnlichkeit zum Original im US-amerikanischen San Francisco. Autor Christoph Karasch macht während der Corona-Pandemie eine Weltreise durch Deutschland. Island und Japan trennen hier nur gut 100 Kilometer und es ist auch nicht weit bis zur Südsee. Großes Fernweh. Das war die Hauptmotivation. Ich wollte gerne wieder reisen und unterwegs sein. Aber es ging natürlich eben einfach nicht im Ausland oder schon gar nicht auf anderen Kontinenten. Und dann bin ich darüber gestolpert, dass es Orte gibt, die so heißen wie andere Orte. Kalifornien und Brasilien und Amerika, Russland und Rom. All diese Orte gibt es wirklich in Deutschland. Andernach am Rhein. Eine der ältesten Städte Deutschlands. Die Römerstadt im Bundesland Rheinland-Pfalz ist der Ausgangspunkt für Christoph Karaschs Abstecher nach Island. 3 Wochen lang hat er für sein Buch »San Francisco liegt am Rhein« die große weite Welt entdeckt, innerhalb der Grenzen Deutschlands. Nach 15 Minuten Bootsfahrt erreicht er das Ziel, den höchsten Kaltwasser-Geysir der Welt. Geysir ist isländisch und bedeutet »ausbrechen«. Da geht's gleich los. Der rostbraune Haufen. Das ist heute übrigens auch wieder der erste Ausbruch des Tages. Und da faucht's gleich so richtig doll los, weil es sich quasi da aus der Nacht erstmal entladen muss. So, Achtung, und jetzt geht's los. Ich weiß nicht, ob es schon 50 Meter sind, aber. Ich war selber auch schon mal auf Island und habe da 2 Wochen lang leider nur Regenwetter mitbekommen. Deswegen ist das für mich sozusagen gerade rein wettermäßig das Paradies. Und ja, es ist so ein Island-Quickie. Es ist ein kurzes Einstippen in eine ganz faszinierende Natur, die da auf Island herrscht und die man hier eben nachempfinden und nacherleben kann. Der nächste Stopp auf seiner Weltreise ist Japan. Die Rheinmetropole Düsseldorf. Dieses Stadtviertel im Zentrum trägt den Namen Little Tokyo. Düsseldorf beheimatet die drittgrößte japanische Gemeinde Europas nach London und Paris. Hier findet sich fast alles, was das japanische Herz begehrt. Wie Buchläden mit einem rein japanischen Sortiment, mit dem Christoph Karasch jedoch nur wenig anfangen kann. Anders die japanische Bäckerei um die Ecke. Hier gibt es ostasiatische Klassiker. Das gute grüne Zeug, Matcha-Pan. Die Gebäckspezialitäten sind nicht wie in Deutschland kross, sondern weich gebacken und in Plastikfolie eingepackt. Auch das ist ganz authentisch japanisch, ebenso wie der Geschmack. Okay. Mmh. Das ist gefüllt. Im Vergleich zu vielen anderen Orten, die ich auf dieser Weltreise durch Deutschland besucht habe, ist das hier die echte große weite Welt, plötzlich mitten in Deutschland. Das finde ich ganz faszinierend. Viele andere Orte spielen ja eher so mit dem Klischee, quasi mit dem großen Namen. Und hier ist es aber wirklich so, du kannst für ein paar Stunden einfach abtauchen in sowas wie einem kleinen Japan. Ja, deswegen passt der Name auch, Little Tokyo, total. Von Japan geht es entlang des Rheins mit einem Zwischenstopp in der Südsee, einem künstlich geschaffenen Badesee bei Xanten, zurück in die USA nach San Francisco. Die echte Route misst mehr als 15.000 Kilometer. In Deutschland sind es rund 100. Die Golden Gate Bridge vom Niederrhein. Das Ziel? Deutschlands längste Hängebrücke, 803 Meter lang. Gelegen zwischen Kleve und Emmerich, nahe der niederländischen Grenze. Das Original ist mehr als 3-mal so lang. Doch für Christoph Karasch ist die kleine deutsche Kopie eine echte Entdeckung. Es gibt keine Geheimtipps mehr in Deutschland, denkt man oft. Aber wenn man die Perspektive mal ändert und es ja, zum Beispiel versucht, eine Weltreise im eigenen Land zu machen, dann sieht man neue Orte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Ich wusste nicht, dass so eine Brücke in Deutschland existiert. Deutschland, ein Land, das weit mehr Abwechslung bietet, als man glaubt.